Wissen Sie was? Heute erzähle ich Ihnen wieder eine Geschichte aus dem Kaninchenstall. Da haben wir nämlich gedacht, wir wären in diesem Jahr besonders clever, haben all die Ratschläge berücksichtigt, die da kamen. Wir wären besonders clever, aber es hat wieder nicht so hingehauen, wie das hätte sein sollen. Und was passiert ist, in diesem Film, bleiben Sie dran. Ist uns ja schon mal passiert, dass nach einem Wurf ein Muttertier verstorben ist. Dann konnten wir die Kleinen dann mühsam mit der Spritze versuchen aufzupäppeln, was auch nicht so funktioniert hat, wo auch eine normale Familie keine Zeit für hat. Jedenfalls ist uns das schon mal passiert. Und dann haben wir gesagt, in diesem Jahr machen wir das cleverer. Wir gehen hin, drei Muttertiere haben wir übrig belassen. Wir lassen die alle relativ zeitnah gleichzeitig decken, was den Vorteil hat, sollte eines wieder versterben, dann kann ich die Kleinen den anderen unterschieben. Anstatt mit der Spritze da rumzuhantieren, da ist ein Film zum Beispiel davon, wie wir das gemacht haben. So, also, das erste hinten drin ist weggegangen zum Rammler. Frisches Blut, ist klar. Ist weggegangen, kam wieder, fertig. Zwei Tage später die anderen beiden. Auch dazu, gleiche Rammler. Dann passiert erstmal drei Wochen gar nichts. Also man sieht das nicht, dass die in Umständen sind, da passiert nichts. Und irgendwann fangen die an, ein Nest zu bauen. Die rupfen sich dann Haare aus der Brust, fangen an, ein Nest zu bauen und am nächsten Morgen sind da Junge drin. Hat auch prima funktioniert bei der einen da hinten. Tolle Sache. Nur bei den anderen beiden hat das nicht funktioniert. Also hier, wo ich jetzt sitze hier, der Weiße oder die Weiße, vielleicht haben wir uns auch vertan, das weiß ich nicht. Also wir haben sie mehrfach kontrolliert, ob Männlein oder Weiblein, da ist auch ein Film darüber. Vielleicht haben wir uns auch vertan, wie auch immer, hier tat sich gar nichts. Er hat ein bisschen Haare ausgerupft, aber eine Handvoll vielleicht, und verteilt und nicht an irgendeiner Stelle. Und die andere da, die hat solch ein Nest gebaut, die rupft seit bestimmt anderthalb Wochen Haare aus, die war teilweise so kahl hier vorne dran. Also, war schon schrecklich, aber da kommen keine Jungen. Wo ist jetzt das Problem? Warum baut die ein Riesennest? Ja, hält das auch da hinten schön ordentlich, aber da kommen keine Jungen. Also ich meine, die 3 oder 31 Tage, die das dauern soll, die sind längst vorbei. Wir sind 2 Wochen über die Zeit. Da tut sich nichts. Vielleicht sehen Sie ja im Hintergrund, wie die Kleinen, die sind mittlerweile ziemlich mobil, also so groß, wie die Kleinen hier immer zwischen dem Stein und dem Brett hier auf der Seite hin und her huschen. 10 Stück, eins ist eingegangen, das lag irgendwann mitten im Stall hier. Aber 10 Stück sind übrig geblieben. Hat prima funktioniert. Alles Schwarze hier. Ist hier was los? Komm mal her. Komm mal. Ich tue dir ja nichts. Komm mal. Uiuiui. Ah, mit der Kamera in der Hand ist dann ein Problem. Wo ist der andere? Komm mal her. Ja, da bist du. Guck mal her. So sehen die aus hier. Wie gesagt, alles Schwarze oder Graue. Die sind mittlerweile schon recht groß und sehr mobil. Ey. Schöne Tierchen. War aber das Herz schlägt. Bei der hier hat sich gar nichts getan, bis auf ein paar wenige Haare im Stall. Also das mit den Kaninchen ist bisher noch nie schief gelaufen, aber dies Jahr direkt 2 von 3, das ist echt viel. Und jetzt zeige ich noch, wie das Nest bei der dritten aussieht, die so ein Nest gebaut hat, wo nichts reinkommt. Jede Menge Haare ausgerupft. Hier. Aber nichts, da war auch nie eins drin. Also ich habe das jeden Tag kontrolliert. Aber da war nie auch nur ein einziges Anzeichen für eine Schwangerschaft dabei. Ich sage Ihnen, passieren Dinge, da können sich keinen Reim drauf machen. Muss man sich letztendlich auch keinen Reim drauf machen. Es passiert so und wenn das so passiert, dann ist das so in Ordnung. Ich habe ja schon mal gehört, es soll da so sogenannte Scheinschwangerschaften geben. Also vielleicht hat die ja wirklich gerochen, dass die in dem Nebenabteil in Umständen ist und dass die geworfen hat. Vielleicht ist das der Grund. Aber wie gesagt, passieren Dinge. Da weiß man nicht, was man damit anfangen soll. So. Kleiner Zwischenbericht vom Kaninchenstall. Die beiden werden jetzt nochmal, wie gesagt, neu zum Rammler gehen. Und dann gucken wir mal. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de/Blog, YouTube-Kanal, RR Hase, jede Menge mehr davon.
Da noch ein paar Links zum Abonnieren. Da der Link zum Abonnieren. Nicht vergessen. Weiterempfehlen. Like-Button drücken oder auch nicht. Und ja, bis dann. Tschüss.